Damit ein wundervolles und herzliches Willkommen hier zur Mega Season, Round 17. Ihr könnt gerne kostenlos Abo da lassen und beginnen wir mal hier mit der Fahrerauswahl, besser gesagt mit der Streckenauswahl und reden wir so ein bisschen über das gestrige Qualifying, aber zuerst kommt ja die Streckenführung, Mexico GP. Das Debüt gab es 1963, aber wieder gefahren wurde 2015 erstmals wieder auf dieser Strecke hier mit diesem Ambiente und natürlich auch mit dieser, mit diesem Stadion. Eine Länge beträgt, also von einer Runde beträgt 4,304 Meter. Das ist ja nicht so lang, deswegen dauert eine Runde nur knapp 1,10. Die Distanz, die heute zurückzulegen ist, sind 305,548 Kilometer. Es gibt 16 Kurven, davon sind 9 rechts und 7 links, also fast ausgeglichen. Wobei ja manche Kurven stärker als wie andere sind. Runden, die sind schon, wie gesagt, weil die Strecke auch sehr, sehr kurz ist und schnell ist, vor allem sind es nur 71 Runden, deswegen, ja, was soll ich sagen. Und die meisten Wins hatte, weil ja hier nicht oft gefahren wurde, weil es war immer nur einen kurzen Raum gefahren, Jim Clark mit 2 und Verstappen mit 2, der gestern die Pole holte, aber die ihm ja aberkannt wurde. Mehr dazu reden wir dann nach der Hotlap. Und ja, die ersten Zonen gibt es jetzt erstmals 3. Also Start und Ziel ist ja ewig lang geraten, wozu auch der 8. Gang gehört. Dann gleich die Gegengerade und nach diesem Wirrwarr von Kurve 9 bis 11, glaube ich, gibt es dann nochmal eine kürzere, ich denke mal eine Randsaug, dass man dann am Start und Ziel vielleicht noch drankommt. Im Game ist sie leider noch nicht drin, deswegen, ich habe es euch aber trotzdem eingezeichnet. Also alles okay. So, und hier nochmal die kurze Streckenführung. Ja, wir haben 17 Kurven. Ja, ich habe 16 gerechnet. Ich habe eine nicht mitgenommen. Das ist leider die Kurve. Ja, falsche Kurve. Die Höhendifferenz ist nicht so hoch. Also, die ist eher flach. Man sieht es nur hier. Gibt es leicht bergauf auf diese Kurve Nummer, Kurve Nummer 13. Also, ja. So, hier Stadionausfahrt. Ich bin in Red Bull. Ich dachte natürlich, weil Verstappen auch die letzten 2 Jahre gewonnen hat. Dachte mir, die werden auch dieses Mal sehr, sehr gute Karten haben. Aber ja. So, und ja, ihr könnt, wie gesagt, gerne kostenlos ein Abo da lassen. Und ich bin schon ein bisschen gehypt, ein bisschen später heute das Rennen. Aber, wie gesagt, ein richtiger Formel-1-Fan ist es egal, wenn das Rennen ist. Es kann von mir aus auch um 2 Uhr in der Früh sein. Also. So, hier die erste DS-Zone. Die wird auch beim Start sehr, sehr interessant werden. Also diese lange Gerade, nicht die DS-Zone. Und ja, gefolgt dann von Kurve 1, 2 und 3, die man echt gut erwischen muss. Weil, wie gesagt, dann geht es gleich wieder. Wenn man sie gut erwischt, ja, wir haben sie halbwegs gut erwischt. Wenn man sie gut erwischt kommt und rauskommt, dann hat man auf jeden Fall DRS und vor allem auch eine gute Möglichkeit, auf der Ende von dieser Geraden zu überholen. Wie gesagt, hier ist dann DRS und geht es dann ein bisschen gerade. Wie gesagt, ist nicht so eine große Kurve. Kurve 4 ist eigentlich ziemlich easy. 5 eigentlich auch, also die fährt man in einem Flow. Dann geht es schon weiter auf Kurve Nummer 6. Diese Doppelkurve eigentlich ist nur eine Kurve. Die wird nur gefahren wie eine Doppelkurve. Komisch, aber doch. So, und jetzt kommt es zu meiner Hasskurve, zu meiner persönlichen Hasskurve 7, 8, 9, ab hier geht's dann. Aber 10 und 11 gehen eigentlich richtig gut. Man kann da die Kurven gut schneiden, um richtig viel Zeit rauszuholen. Aber die Kurve, hier den richtigen Scheitelpunkt zu treffen, ist richtig schwer. Nicht schwer, es ist auf Twitter vorbeizuschauen, ITU-Gaming, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ja, hier der Exit ziemlich wichtig und da ist jetzt diese neue dritte DS-Zone, die dann ja Anfahrt zum Stadion ist. Hier haben wir dann die Einfahrt zum Stadion. Ja, den fährt man hier so zack. Und dann kommen hier diese viel Performance-Kurven. Also hier braucht man echt viel Grip. Kurve 13, 14 und 15, die sind echt schwer. Die 16 ist wirklich eine richtig langgezogene Rechtskurve. Die ist dann, ja, traktionsmäßig sehr, sehr schwer. Da hatte auch Bottas gestern sein Problem. Wo wir jetzt gleich dazu kommen, die Runde ist nämlich vorbei und wir werden jetzt mal starten mit dem kleinen Talk von gestern. Also, ja, was soll ich sagen, es fing eigentlich alles an im zweiten Run des Q3s. Da ist Bottas in die Wand gefahren, konnte dadurch leider nicht mehr, ist dann durch in die Wand gefahren. Da, gleich dahinter Hamilton, der muss also jeder muss natürlich bei Gelb die Runde abbrechen. Also, oder langsam, signifikant langsamer fahren. Hat Hamilton gemacht, Vettel auch gemacht, Leclerc auch gemacht und Verstappen Vollgas durch, 3 Plätze Strafe. Also in einem startet er heute einfach vom P4, hat sich eigentlich selbst vermasselt, weil er hätte auch mit seiner vorherigen schnellsten Runde die Pole behalten, weil er keiner mehr eine schnelle Runde fahren hätte können. Was soll ich sagen, ist halt Verstappen, keiner weiß warum, keiner weiß, ja. Und ja, kommen wir so ein bisschen bisschen weiter hinten. Ihr könnt gerne auf Snapchat vorbeischauen, Tobi_2605. Da ging die Rechnung eigentlich wieder auf, dann
Die neue Startausstellung nach der Strafbezirkung wäre dann ja, oder ist dann, Leclerc vor Vettel und dahinter dann Hamilton vor Verstappen und dahinter Bottas. Also wenn Hamilton wirklich das schaffen würde, die beiden Ferrari zu überholen, würde es auch schaffen, heute Weltmeister zu werden. Bottas müsste natürlich auf dem Fleck hinten stehen bleiben oder ausfallen. Gut, das war's dann. Mein Tipp fürs Rennen ist auf jeden Fall, ich würde sagen, Leclerc vor Hamilton und dann Vettel. Ob Hamilton Weltmeister wird, ich denke mal eher nächste Woche oder in zwei Wochen. Aber wird was mal, Leute. Lasst gerne kostenlos ein Abo da, besucht uns auch gerne auf Facebook, Snapchat, Instagram und Twitter. Links sind natürlich unten in der Beschreibung. Und ja, Rennergebnis wäre aber vielleicht nochmal überlegenswert. Also wenn man vielleicht sagt, ja, ich sag eine ganz Harakiri, Vettel auf 1, Leclerc auf 2 und vielleicht Hamilton auf 3. Also das sind so meine zwei Strategien. Vielleicht auch Verstappen. Nein, wir berücksichtigen Verstappen nochmal. Ihr könnt gerne die Glocke aktivieren. Nein, wir berücksichtigen Verstappen nochmal. Verstappen wird 3., Hamilton 2. und Leclerc 1. Vettel schafft es nicht. Fährt was nochmal. Lasst gerne kostenlos abonnieren. Daumen nach oben. Ja, bis morgen dann. Nein, morgen kommt die Megasaison nicht. Bis übermorgen, dann kommt die Megasaison. Und tschüss.